Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, natürlich bekommt ihr bei mir auch immer die neueste Technik präsentiert und Elgato hat es endlich getan und hat eine Webcam released, Freunde. Ich habe so lange darauf gewartet, dass Elgato, der Platzhirsch der Streaming-Welt, auch endlich mal eine Webcam rausbringt oder eine Kamera oder wie auch immer. Und jetzt haben sie es getan, Freunde. Jetzt ist die Elgato Facecam draußen. Was die alles kann, das verrate ich euch direkt nach dem Intro. Legen wir auch direkt mit dem Video los, Freunde, und schauen uns mal die Verpackung an, denn hier haben wir auf jeden Fall auch ein paar Informationen draufstehen. Full HD in 1080p mit 60 FPS, Low Latency Elgato Prime Lens. Hier auf der Seite wird es nochmal ein bisschen interessanter, denn hier haben wir auch noch den Sensor drin stehen. Wir haben hier einen Sony Stravis CMOS Sensor drin. Also es klingt auf jeden Fall beim ersten Lesen schon mal sehr, sehr vielversprechend und sehr krass. Aber ob das wirklich so ist, das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Videos noch erfahren. Ansonsten hier Anti-Reflective All-Glass Lens. Das heißt einfach, dass das Glas von der Linse antireflektierend wirkt. Und zu guter Letzt ein 82 Grad Winkel, Weitwinkel, den man hier auf jeden Fall aber auch anpassen kann. Wir können das Ganze näher machen, weiter rauszoomen oder wie auch immer. Alles anpassbar. Ja, die Kamera sehen wir hier drauf auch. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus und schauen erstmal uns den Lieferumfang an, was hier alles mitgeliefert wird, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch die Bedienungsanleitung. Wird auch schön erklärt. Wir können das auch natürlich an den Multimount dran setzen von Elgato, was wir hier haben. Also man kann es auf jeden Fall flexibel einsetzen und es wird hier auch alles erklärt. So, mit einem Tuch sauber machen und so weiter. Okay, schauen wir uns jetzt aber mal an, was ist hier drin. Hier haben wir höchstwahrscheinlich das Kabel, was auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr interessant ist. Weil, warum? Es ist ein abnehmbares Kabel dabei. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Viele Webcams haben eben kein abnehmbares Kabel. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Es ist einfach viel einfacher, um später irgendwie das Kabel zu verlegen oder wie auch immer. Oder einfach, wenn man die Webcam mal irgendwie auf verschiedene Positionen setzen möchte, dass man sich irgendwie zwei Kabel schon hinlegt und einfach anstöpselt und so weiter. Es ist viel einfacher, viel cooler, viel besser, ein abnehmbares Kabel zu haben. So, das Ding sitzt hier aber ganz schön fest drin. So, haben wir draußen. So, sonst ist hier auch nichts mehr drin. Und hier ist die Elgato Facecam, Freunde. So sieht das Ganze aus. Es ist ein gewaltiger Oschi, muss ich sagen. Also es ist schon von den ganzen Webcams, die ich getestet habe, einer der größten, würde ich schon fast behaupten. Ich weiß nicht, wie die Razer, ob die Razer Webcam, die Prio, nicht nochmal größer war. Aber die ist auf jeden Fall gigantisch und wir haben hier auch eine Abdeckung vorne, die wir draufsetzen können, abnehmen können. So Kamera-like halt. Einfach, dass man da hier wie auf den Kameras, ja, dass man hier so eine Abdeckung, so eine Blende hat, hat man hier auch drauf. Ansonsten hinten haben wir den Stromanschluss eben für unser USB-Kabel. Das ist USB Typ C zu USB Typ A. Sollte verwendet werden mit einem USB 3.0 Eingang, Freunde. Nichts Geringeres, sondern wirklich USB 3.0, damit erstens die Software keine Probleme macht und das Ganze erkennt und zweitens, damit eben das Ganze auch mit der vollen Leistung funktioniert. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze unten auch abzuschrauben, wie gesagt, habe ich gerade eben gesagt, und das Ganze irgendwie an ein Stativ zu befestigen oder an einen Multimount von Elgato oder auf etwas Vergleichbares, kann man das Ganze draufsetzen und das Ganze dann so positionieren in seinem Setup, wie man das haben möchte. Und mehr gibt es dazu eigentlich jetzt auch erstmal gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir wechseln mal über und schauen uns jetzt einfach mal die Qualität dieser Webcam an. Jetzt kommen wir aber zum interessantesten Teil, denn wie sieht die Videoqualität aus? Elgato, man verspricht sich viel einfach die Facecam von Elgato, dass sie wirklich ein gutes Bild liefert, vor allem mit dem Sony-Sensor, der verbaut ist. Ich habe das Ganze verbunden mit dem PC, habe auch die Logitech Streamcam mit angeschlossen, weil die Logitech Streamcam war die Webcam, wo ich zuletzt gesagt habe, es ist die beste Webcam, die aktuell auf dem Markt ist und ich möchte euch den Vergleich zeigen. Wir fangen an mit der Logitech Streamcam. So sieht das Ganze aus. Ich muss sagen, die Qualität der Logitech Streamcam ist wirklich, ist hervorragend gut für eine Webcam. Allerdings die Farben, ihr seht es, ich wirke sehr rot, obwohl ich hier keine rote Lampe anhabe oder sonst was. Und ihr seht es auch hier in der Kamera, es gibt eigentlich keinen Grund, dass ich irgendwie rot wirke. Aber letztendlich wirke ich hier rot. Und so sieht die Qualität der Elgato Facecam aus, Freunde. Und ich muss sagen, die Farben
sind bei der Elgato Facecam um einiges besser. Also es sieht viel, viel schöner aus. Auch die Hintergrundbeleuchtung, die jetzt an ist, das sieht krank gut aus einfach im Vergleich zu hier. Ja, also es ist schon sehr, sehr... Es ist gut. Ich würde sagen, die Videoqualität, da gibt sich echt gar nichts zwischen der Schärfe halt einfach von den beiden Webcams. Da gibt sich so gut wie gar nichts. Die sehen fast beide gleich gut aus, aber die Elgato Facecam hat hier, ich muss da reingucken, hat auf jeden Fall meiner Meinung nach das bessere Gesamtpaket und steht jetzt damit auf Platz 1 meiner, ja, besten Webcam, die ich so getestet habe. Elgato Facecam, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr jetzt besser findet. Findet ihr die Elgato Facecam besser oder findet ihr die Logitech Streamcam besser? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn man natürlich die Beleuchtung ein bisschen anpasst, kann man natürlich auch vielleicht noch ein bisschen bessere Werte erzielen. Ich habe jetzt mal das Licht hier heller gemacht und ihr seht es hier auch. Hier ist die Qualität meiner Meinung nach ein bisschen, also hier sieht es so ein bisschen geschmeidiger aus bei der Logitech. Bei der Streamcam bzw. bei der Facecam, jetzt komme ich mit den Namen durcheinander, von Elgato, wirkt das nicht so ganz, ich weiß nicht, nicht so ganz smooth. Aber das Gesamtpaket von der Elgato Facecam ist auf jeden Fall besser, würde ich sagen, Freunde. Wechseln wir wieder zu dieser Kamera und letztendlich war es das auch schon mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare auf jeden Fall, welche Kamera ihr besser findet. Ob die Elgato Facecam eine neue Webcam ist, wo man sagen kann, ey, es kommt schon echt Richtung Kameraqualität ran oder nicht. Oder weiterhin Camlink benutzen und eine richtige Kamera benutzen. Und Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Falls nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt gerne was in die Kommentare, damit meine Videos auch anderen Leuten empfohlen wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns schon ganz bald wieder. Euer Raton. Peace.